Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir werden uns jetzt noch verschiedene Möglichkeiten ansehen, wie man einen Text formatieren kann. Dann kehren wir zu zwei oder mehreren ganz wichtigen Sachen von HTML zurück, unter anderem Tabellen und Listen. Die haben wir ja auch noch gar nicht besprochen. Aber jetzt geht es erstmal um das, was man mit einem Text noch anstellen kann. So, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist die sogenannte Text-Decoration. Und da verbirgt sich gar nichts Schwieriges drunter. So, ich habe euch das hier schon mal ausgefüllt. Ich habe, vielleicht machen wir als erstes mal, dass wir hier dieses auffällige Bild wegnehmen, diese Überschrift, die wir das letzte Mal programmiert haben, dass das nicht so ganz so massiv aussieht. Und vielleicht geben wir dem zweiten erstmal auch ein wieder sein normales Aussehen ohne die Außenlinie zurück. Und hier in den ersten Absatz habe ich reingeschrieben, Style ist gleich und dann dieses Text Decoration Doppelpunkt und da mache ich jetzt mal ein Underline draus, weil wir das am häufigsten kennen. Dann Solid gebe ich als zweiten Wert an und dann belasse ich das bei grün und wir schauen uns mal an, wie das aussieht. So, und ihr seht, ich habe in dem ersten Absatz habe ich den Text grün unterstrichen. So, das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr früher schon mit HTML geschrieben oder HTML programmiert habt. Da gab es diesen Befehl U und Schrägstrich U. Und zwischen dem U und dem Schrägstrich U wurde dann der Text unterstrichen. Dieser Befehl, den gibt es immer noch. Der steht für Underline. Aber wie bei Bold und wie bei Italic soll der eigentlich nicht mehr benutzt werden, weil das eben ein Stilelement ist und der soll ins CSS übernommen werden. So. Und hier zeige ich euch eben, wie ihr etwas unterstreicht mit CSS. Und so. Also, Underline, Solid und Green. Ich kann hier auch alle anderen Möglichkeiten nehmen. Ich kann zum Beispiel nehmen Dotted, dann wird das mit Pünktchen unterlegt. Und das sieht dann so aus. Jetzt seht ihr, das ist so ein bisschen immer wieder durchbrochen. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann auch machen Overline und das ist ganz klar, was das machen wird. Das wird jetzt die Linie nicht unter die Zeile setzen, sondern über die Zeile. Das sieht dann so aus. Ja, das gibt es jetzt. Ich kann euch auch mal zeigen. So, ich setze das mal auf Double. Da gibt es einen Doppelstrich über der Linie. Das ist eine Möglichkeit. So. Und ich kann das Ganze auch noch mit einem Line-Through versehen. Moment, vorsichtig, da habe ich jetzt ein H vergessen. Das dürft ihr so nicht abschreiben. Line-Through, T-H-R-O-U-G-H-T. Und das ist dann dieses durchgestrichen. Upsala. Das macht er mir gerade nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwo einen Fehler doch gemacht. Ah, da kommt am Ende kein T hin. Aha. So, also. Na, mit diesem Through, durch, da hatte ich als Jugendlicher im Englischunterricht immer Probleme. Deshalb schreibe ich das wahrscheinlich heute auch immer noch falsch. So, aber was lange währt, wird endlich gut. Hier seht ihr, das ist mit einer Doppellinie durchgestrichen. Und natürlich kann ich dann auch hier zum Beispiel, was weiß ich, dashed nehmen. Und dann würde es mit so einer gestrichelten Linie durchgestrichen. Na, so. Farbe kann ich auswählen, gut. So, das Ganze kann ich auch noch einzeln ansteuern. Also es gibt dieses Text-Decoration
Und dann gibt es aber eben auch für das einzelne Text-Decoration-Line. Da kann ich sagen, wo sitzt die Linie? Sitzt sie überhalb? Sitzt sie genau drauf? Sitzt sie unten drunter? Ich kann die Farbe individuell verändern und ich kann den Style individuell verändern. Das ist in diesem Fall eben, ist die solide, also durchgängig, oder ist sie eben gestrichelt oder ist sie gepunktet oder ist sie doppelt? Und die anderen Sachen sind dann irgendwie rich und diese ganzen, was man eben auch für die Rahmenlinie verwenden kann. So, also diese Möglichkeiten gibt es und ihr könnt die einzeln ansteuern, was manchmal ganz sinnvoll ist, wenn man sozusagen zwei Styles programmieren möchte und das eine Style soll mit Rot sein und das andere mit Grün unterlegt sein, aber ansonsten möchte ich alles gleich haben, dann steuere ich das im ersten Element oder in der ersten Definition von meinem Stil. Steuere ich das insgesamt und dann mache ich nochmal so unter Definition und da verändere ich dann einfach nur noch die Farbe. Gut, so. Also das ist sozusagen dieses mit dem mit einer Linie versehen, den Text, de Textdekoration heißt das komischerweise, aber gut, okay. So. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man einen Schatten zu dem Text hinzufügt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.